Moin zusammen und weiter geht's mit V-Rising. Gibt jetzt erstmal eine kleine Schlossführung zum Wiedereinstieg hier. Wir haben zum Beispiel die einzigartige Truhe jetzt hier oben platziert. Da sind auch die Silbermünzen drin. Das wäre natürlich hier. Dann wurde der ganze Raum so ein bisschen nach hinten gerückt. Mehr Fackeln an den Wänden und Gothic-Spiegel für die Deko. Und da kann man auch das Aussehen nochmal anpassen, ne? Dass man die Augenfarbe ändert oder halt das Gesicht irgendwie nochmal anpasst. Finde ich ganz cool, aber ich bleibe erstmal so. So, dann kommen wir hier raus, haben so einen kleinen Zwischenflur mit dieser schönen Kaminholzoptik und Fackeln dabei. Hier hinter geht es auch schon in den Thronsaal, wo dann später der... wie heißt denn der überhaupt? Der Schlossthron dann hin soll. Das Schlosszentrum würde ich gerne mal versetzen. Ein nach unten, blockiert durch quadratisches Muster. Da gucke ich mal, dass wir das einmal kurz wegnehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Bauen abbrechen. Beten, Wände, Etagen, Boden. Klagen. Ja, egal. Also gucke ich mir sonst später mal an, ob das irgendwie geht. So, von dem Zwischengang geht es dann hier hoch in die Werkstatt. Die haben wir auch noch mal ein bisschen größer gemacht. Wieder ein Feld nach hinten ausgerückt. Die großen Kisten aus dem Vorraum haben wir jetzt hier reingeholt als Lager. Und daraus geht es dann wiederum in einen etwas schmäleren Raum mit der Tür nach außen. Hier kommt dann die Schneiderei hin. Momentan haben wir nur die Gerberei dafür zur Verfügung. Von hier aus geht es dann auch wieder mit der schönen Holzoptik in die Bibliothek. Und da hatte ich in der Zwischenzeit auch schon was erforscht, nämlich einmal Gebräu der Wildheit. Erhöht die physische Kraft um 4 für 1200 Sekunden und die nächsten Gegner wurden freigeschaltet. Warte mal, das waren glaube ich zu niedrig. Ausbogenschützen, Stufe zu niedrig. Irgendwo... wieder weg. Das ist ja witzig. Es wurde wieder weggenommen. Wir hatten auf jeden Fall schon einen Bären freigeschaltet. Und irgendwie noch zwei andere. Ja, in der Folge jetzt holen wir uns gleich die Chaosbogenschützen. Und jetzt geht es erstmal mit der Schlossführung weiter. Von dem anderen Zwischengang hier oben geht es rein in die Gruft. Igor ist gestorben. Und wieder. Ist wahrscheinlich irgendwie nach draußen gelaufen, weil er auf Burggelände patrouilliert und ist dann vor der Tür gefehlt worden. Noch ein Tierhaut. Keine Ahnung, wo Igor tot ist. Aber seine Aufgabe war es halt, Schlossgelände zu patrouillieren. Und weil der Garten hier noch mit zum Gelände gehört, vermute ich mal, dass es ihn dann hier hingerafft hat. Goldenes Herz, rauer Faden. So, da haben wir nämlich ein paar Blümchen, ein paar Gräber. Da könnten wir jetzt Blutrosen für Skelette oder Traulilien für Ghule beschwören. So, gehen wir mal wieder rein. Hier oben drin ist noch die Schmiede. Die ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber wirklich viele Optionen haben wir hier eh nicht. So, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt auf den Weg zur Bogenschütze. Bis gleich. Beim Durchgang habe ich gerade ganz vergessen. Alchemielabor ist hier noch mit dem Ungeziefertnest und der Blutpresse. Kommen dann auch später noch die anderen vier rein. So, hier hin und da gegenüber. Aber brauche ich momentan noch gar nicht. So, auf zur Bogenschützen. Bis gleich. So, wir sind noch nicht ganz da. Hier oben ist aber ein Banditencamp. Und ich dachte, das nehmen wir uns unterwegs nochmal mit.
näher an 50%. Okay. Nuckeln wir mal ein bisschen an ihm. Verdorbenes Herz, verdorbenes Herz. Brauch unbefleckte. Oh, wer bist du denn hier? Verdorbenes Herz. Ich nehme mal den. Nee, doch, die Armbrust. Oh, 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 oh. Ruhe öffnen, Fisch. Lehm, guck mal. Sehr cool. Lehm brauche ich. Ich habe ein bisschen von der Sonne gerüstet worden. So, ansonsten gibt es hier nichts im Lager. Auf jeden Fall weiter da oben in die Richtung. Ja, die Edelsteine hier lasse ich auch mal am Felsen. Gucken, wie weit das noch ist. Ach, das ist sie. Und die hat gerade die fleischfressende Pflanze für mich getötet. Hey, lauf nicht. Ah, Mist. Oh, ich getroffen. Obwohl sie gerade kurz unsichtbar war. So. Ist wieder rausgelaufen. Oh, cooler Bogen, den sie da hat. Und natürlich den riesigen Nachteil, dass jetzt noch Tag ist und ich auf die Sonne aufpassen muss. Da oben. Vielleicht habe ich sie. Warum ist sie? Ganz schemenhaft sieht man sie so ein bisschen. Da bleib stehen. Jawohl, so sei sie. Zum Extrahieren. Oh, die Sonne dreht. Unbeflecktes Herz, ja klasse. Lydia den Chaosbogen schützen, erledigt. Dann sammeln wir mal alles ein hier. Das ist so ein Kram, die gucken wir später. Da hatte ich nur ein bisschen was. Das Praktische ist halt, wenn die ausgesaugt werden, dann gibt es so eine kleine Explosion und dann geht hier alles kaputt. Ich glaube aber, nee, guck mal, da liegt noch was. Da? Sägeholz. Klasse. Da ist noch eine Pflanze. Feuerblüten. So, dann gucken wir uns mal die Fertigkeit an, was sie uns gegeben hat. Illusion Chaos-Seife. Feuert zwei Chaosblitze nacheinander ab, die 125% magischen Schaden verursachen und Chaosbrand hinzufügen. Da ja, nehme ich mal anstelle von dem. Von der Leichenexplosion. Gucken. Cool. So, wo wir schon mal hier oben sind, könnten wir eigentlich auch noch mal ins Banditen-Trapper-Camp, ne? Oder wir laufen hier zur Bärenhöhle. Da hatte ich nämlich einen Bären gesehen. Den hatte ich eigentlich auch schon erforscht gehabt. Ich
Warte, müsste er hier sein? Ja doch, guck mal hier, wilder Bär, genau, Stufe 36. Bärenform kriegen wir dann. Verwandle dich in eine mächtige Kreatur, die riesige Ressourcen zerstören kann. Erhöhe deine Widerstände um 25, die Bewegungsgeschwindigkeit um 15%, bringe den erlittenen Schaden um 25%. In dieser Form stellst du Gesundheit etwas schneller wieder her. Und wir kriegen Fellteppiche, eine flauschige Art Schmutz zu verbergen. Da flitzen wir nochmal hin. Aber vorher überfallen wir den hier nochmal. Cool. Sind jetzt hier und müssen da ganz hin. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, kleiner Sprung. Wir sind jetzt schon kurz vor der Höhle angekommen. Ich glaube, ein Bären im Nahkampf ist keine gute Idee. Ich werde mich wahrscheinlich auf die Armbrust und die Fernangriffe hier verlassen. Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann würde ich dann doch schon den Speer irgendwie auspacken. So, Wegmarkierung weg. Und, was ich eben vergessen habe, Polora, die Feywalkerin, da kriegen wir noch ein Vampir-Durchgangstor. Mit dem Vampir-Durchgangstor kannst du dich zu jedem Durchgangstor teleportieren, das du in der Welt entdeckt hast. Ach, wie cool, dann kann ich zu Hause selber einen Teleport herstellen. Und wenn ich dann alle Ressourcen abgelegt habe, kann ich mich zum Beispiel hier oben hin teleportieren oder dahin und von hier aus loslaufen und Ressourcen farmen dann. Oder hier ganz hoch. Nur die Ressourcen muss ich alle zu Fuß dann wieder zurücktragen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich die Server-Einstellungen nachträglich an der Stelle nochmal ändern kann. Den wilden Bär, Fellteppiche kriegen wir dann gleich. Und Nikolaus der Gefallene, da kriegen wir ein Studierzimmer für die Bibliothek. Okay, und zwei Kräfte hat er. Verwende das Studierzimmer, um neue Technologie und Gegenstände zu entdecken. Ah, okay, ist ein bisschen hochwertiger anscheinend als der Forschungstisch, den wir aktuell haben. Gut, dann gehen wir mal rein hier. Da ist der Teddy. Jetzt kommt er. Oh, was macht er denn hier? Oh oh, das ist eine scheiß Idee, glaube ich. Wow, Stufe 36, der ist nicht ohne, der Typ. Autsch. Worden hier gerade. Auf der Stufe 7. Weg, weg. Gut. Dann ist die Heilung wieder unterbrochen worden. Ich glaube, ich soll nochmal rausfließen. Ich fühle mich auch gerade ziemlich langsam, ehrlich gesagt. Ja. Oh Gott. Kurz eine Salbe einschmeißen und ein bisschen nachheilen hier. Primärangriff, Lebensdauer, erhöht die Primärangriffsgeschwindigkeit und gewinnt eine Ausrüstungsstufe. Okay. Ach, und er ist direkt wieder komplett voll und geheilt. Das ist natürlich ganz schlecht für mich jetzt. Stufe 36. Okay, versuchen wir es nochmal. Stehen, bleib stehen. Ich bin einfach zu langsam. Ja, ich muss hier raus, das wird nichts. Weg! Nee, der ist so ein bisschen zu doll für mich. Viel zu schnell auch. Nee, ich glaube, den hole ich mir wann anders. Wenn er nicht so schnell wäre, könnte ich ihn ja ein bisschen auf Abstand halten und dann. Ja, guck mal, jetzt ist er auch schon wieder voll. Nee! Noch nicht. Mal gucken, was sagt denn das Inventar? Ein bisschen Platz haben wir noch. Cool, ja. Westliche Verbarnewald. Ich würde sonst nochmal hier auf dem Rückweg die Banditencamps so ein bisschen überfallen und vielleicht kriege ich dann noch das ein oder andere unbefleckte Herz oder so. Wer hat es echt in sich?
Aber wenn ich den erledige und selber in Bären verwandeln können, wäre auch schon ziemlich geil. Wo gehe ich denn zuerst hin? Banditencamp, Banditen, ja, hier, komm. Zack, links halten. Vielleicht können wir gleich noch eine Runde angeln. Der Bär ist fast kaputt. Helfen wir doch mal. Kaputt ist er. Knochen, Bierhaut, 100 Stück. Und guck mal hier, können wir angeln. Fette Grundel. Jetzt nehmen wir noch mal eine Salbe. Hier oben liegt irgendwie Zeug. Pflanzenfaser, Blutrose. Noch ein Angelspot ist hier gerade nicht, ne? Gut. Hier können wir noch mal rein. Viele Steine mitnehmen. Gibt es hier noch was zu fischen? Ja, auch nichts am Sprudeln. Oh, Mist, wo kommt er denn her? Inventar voll. Ach Gott. Schmeiße ich dann mal weg. Guck mal hier, einmal Leder. Zu Hause alles voll. Ruhe öffnen. Gnadenlose Nachtschratweste. Ach geil, eine neue, bessere Rüstung. Leder lassen wir hier. Blutrosengebräu, Kiefernzapfen. Unbeflecktes Herz habe ich gefunden. Sehr cool. Gar nicht mitgekriegt gerade. Ja komm, die Pflanzenfaser lasse ich auch da. Dass das Buch dann wohl ein bisschen geiler ist. Können wir gleich noch die Weste verbessern. Hat sich jetzt schon gelohnt, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal zu dem nächsten Camp hier unten. So, wieder ein kleiner Sprung beim nächsten Banditencamp. Fange ich auch wieder mit der Armbrust an. Verdorbenes Herz. Schade. Mehr war hier nicht? Im Banditencamp? Ne, schade auch. Dann würde ich sagen, ja, zu dem letzten. Dann geht's erstmal wieder nach Hause. Inventar ist eh voll. Sun is rising. Und das Camp. Oh, guck mal hier. Nochmal so eine. Feuerblüter. Oh Mist. Pennt grad. Ja. Was anderes eingesammelt. Das ist Faser. Jetzt komme ich da so hoch. Ohne zu verbrennen. Von Busch zu Busch hier, wie so ein kleiner feiger Attentäter. Und rein. Hey.
Sehr cool. Ungeziefersalbe. Gnadenlose Nachtschrade Handschuhe. Ach, cool. Warte mal, Kupfererz 20 brauche ich jetzt nicht zwingend. Was lasse ich denn hier? Komm, 20 Knochen lasse ich da. Und? Ja, Anzufasern. Wollen jetzt auch nicht. 20 mal Erz. 20 mal Erz. Ja, Erz habe ich auch recht viel. Lass ich da mal. Leder ist auch voll. Okay, cool. Das hat sich gelohnt. Den einen Felsen hier nehme ich nochmal mit. Okay, kein Schatten. Auch da auf der Seite. Habe ich die anderen Edelsteine nicht mitgenommen. Können wir kurz hochlaufen. Und dann sehen wir uns sonst gleich in der Burg wieder. So, wir sind zurück im Schloss. Können wir die Beute wegschmeißen? Nee, das war ein Fisch. Beute in die Truhe schmeißen. Hoher Nebelstein haben wir eben auch noch eingefunden. Stoff kommt da rein, Papier kommt da nicht rein. Gnadenlose Nachtschreibweste. So, da haben wir hier noch die Lügengeschichte. Zapfen. Unbeflecktes Herz. Oh, da freue ich mich richtig drüber. Oh, der eine Stein kommt hier rein. Die anderen Steine tue ich da mal mit rein. Falls ich 500 kleine Steine brauche, dann haben wir da direkt welche. Lehm können wir hier mal mit reinschmeißen. Der produziert jetzt Lehmform, ne? Das Lehm und Wasserschlauch. Ja, macht dann noch zwei Lehmförmchen. Auch gespannt, wofür ich die später brauchen muss. Brauchen kann. So, Holz. Rein ins Sägewerk. Nahrungstruhe war ja noch. Blutrosengebräu. Ein Gebräu, das 4% deiner maximalen Gesundheit alle 1 Sekunden für 10 Sekunden wiederherstellt. Der Heileffekt ist im Kampf begrenzt und bricht bei erlittenen Schaden ab. Ja. Dachte ich gerade als Alternative für den Bären, aber wenn er bei erlittenen Schaden sofort abbricht, wird sich nicht verhindern lassen, dass ich da vom Bären auf ein bisschen auf den Sack bekomme. Cool. Ja, ab in die Bibliothek. Papier kann weg und Forschungstisch. Gnadenlose Nachtschratweste und gnadenlose Nachtschratschuhe. Geil. Würde ich mal sagen, ordentlich Leder einpacken und gehen wir nochmal in die Schmiede, verbessern den Kram. Mal gucken, was ich dafür noch brauche. Einfache Werkbank. Da ist es. Nee, da. Gnadenlose Nachtschratweste. Dreimal rauer Faden und 6 Kupferbarren. Dreimal rauer Faden, 6 Kupfer. Ja, jetzt habe ich rauen Faden nicht mitgenommen. Dreimal brauche ich nur 6 davon, ne? Zack, zack. 6 Mal. Und, nee, da war es nicht. Hier war fertiger Kupfer drin. Fertige Werkbank. Gnadenlose Nachtschratweste. Plus 40 maximale Gesundheit. Und dann nochmal plus 12, weil ich dann 2 von den Set-Dingern zusammen habe. Habe ich nur noch die Nachtschratstiefel wahrscheinlich, ne? Sehr cool. Jetzt habe ich schon 3 von 4. Mal gucken, wie sieht denn das Ding überhaupt aus?
Ja, ist okay. Gut, dann kommt der Kram zurück und dann würde ich sagen, mal hier auch Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bei denen, bis bald. Oder nee, Quatsch, Schluss machen wir, wenn wir ins Bett gegangen sind, ne? So, ab in die Puppe. Gute Nacht und ciao.